MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind mal wieder auf dem Ibra Suarez-Team, beziehungsweise auf einem davon. Haben wir ja mehrere. Ich hatte eigentlich angekündigt, einen kleinen Squad-Builder zu machen, aber ich habe mir dann überlegt, ich werde ihn nochmal verschieben, und zwar auf morgen. Müssen wir mal gucken, morgen früh, morgen Mittag, morgen Abend, ich weiß es noch nicht genau. Aber ich habe mir gedacht, überlegst du dir lieber noch ein bisschen mehr, und dann machen wir dann wahrscheinlich so einen schönen Double-Squad-Builder. Das heißt, ein Silber-Team und noch irgendein Team, mal gucken. Vielleicht auch zwei, keine Ahnung, ich weiß es noch nicht so. Aber das werdet ihr noch früh genug erfahren, wenn ihr nämlich morgen die Videos guckt. Und jetzt habe ich mir gedacht, was machen wir nochmal? Gold hatten wir heute zweimal. Wieso nicht nochmal Silber spielen? Die könnten ja jetzt auch nochmal drankommen. Die Fitness... Boah, prinzipiell würde es reichen, aber ich gebe denen trotzdem nochmal ein Teamtraining. Haben wir ja genug Karten von. So, packen wir nochmal eine drauf. Und dann können wir eigentlich loslegen. Mal gucken, wie lange das hier dauert mit der Gegnersuche. Also das letzte Spiel, was ja ziemlich crazy war, ist ja gar nicht mal so lange her. Ja, ich weiß aktuell auch noch nicht, was ihr da so geschrieben habt, weil ich nehme das jetzt relativ zeitnah auf, hinterher. Aber das war echt ein komisches Spiel. Ich meine, wie gesagt, der Gegner war auch kein schlechter. Aber da sind Dinge passiert, wie gesagt, nicht nur auf meiner Seite, auch beim Gegner, die wirklich ziemlich komisch waren. Und ja, ich weiß aber halt nicht, wie das passieren kann. Aber ich fand es auf jeden Fall komisch. Ich meine, es war halt kein normales Drecksspiel von mir oder so. Es war jetzt zwar auch kein Hammerspiel, aber es war einfach relativ seltsam. Und ich muss mir das auch nochmal im Detail angucken. Ich habe mir das selber noch nicht nochmal angeguckt, weil ich es noch nicht gerendert habe. Aber ich werde das jetzt in nächster Zeit rendern und dann werde ich mir das auch nochmal angucken, weil... Vielleicht habe ich es auch, keine Ahnung, irgendwie nur so wahrgenommen und eigentlich war alles ganz normal. Aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil es halt wirklich so viele Situationen waren. Wenn es nur eine gewesen wäre, okay. Aber es waren halt echt so viele. Aber ich werde es mir nochmal angucken und dann werde ich vielleicht auch nochmal in einem Video drüber reden, wenn ihr dann vielleicht auch was dazu gesagt habt. Aber jetzt wollen wir erstmal gucken, ob wir einen Gegner finden. Jetzt nämlich irgendwie anscheinend nicht. Und das wird wahrscheinlich heißen, dass ich euch mal wieder rausschmeißen muss. Keine Ahnung, ist anscheinend jetzt gerade wieder eine Zeit, wo es nicht so pralle läuft hier mit der Gegnersuche. Aber das scheint dann anscheinend so sein zu müssen. Jo, da kommt keiner rein. Alles klar, ich würde sagen, ich hole euch wieder rein, sobald ich einen Gegner habe. Also bis gleich. So, dalle. Ich habe einen Gegner gefunden und zwar direkt mit 85er Rating. Er hat ein 4-1-4-1 mit Aubameyang. Dazu noch Reus, Kroos, Gündogan, Schweinsteiger, Robben, Hummels, Dante, Alaba, Philipp Lahm und Neuer. Ja, ich würde mal sagen, das sieht ganz ordentlich aus. Spielt man nicht allzu häufig gegen, also gegen den 4-1-4-1. Bin ich mal gespannt, wie das denn so läuft. So, Taktik rein und ab geht er. Mal gucken, ist natürlich eigentlich... Was hat er denn vor? Okay, anscheinend hat er vor, hier auf eine Flanke zu gehen. Sieht mir stark danach aus. Jo, gut, war jetzt aber nicht unbedingt gefährlich. Gott sei Dank. So, Gardner, spielen wir das Ding mal raus auf dem Akilahor. Und jetzt hier vorne auf dem Jesse. Jesse! Ah. Ach, scheiße. Ah, da hat der falsche Mann den Ball bekommen. Das wollte ich eigentlich so gar nicht. Gut, dass er den Ball hier nicht durchbekommen hat. So, Livermore. Oh, da vorne! Ja, und den bringt er eigentlich auch ganz nice. Aber Alaba hat ein sehr gutes Positioning in dieser Situation. Hüpf! Sehr schön von Jose. Jose Angel. So, Akilahor. Also Jeff Renn hat gerade diese Chance von Akbon Lahore zweimal zunichte gemacht und dann den Ball ins Ausgespielt. Oh Mann. Ja, Jeff Renn, da musst du dir aber mal an der eigenen Nase packen, Jung. Ja, beim Pass ins Aus jetzt natürlich nicht, das war natürlich von mir gedrückt, aber da zweimal stellt er sich in den Schussweg. Und der erste war, glaube ich, gar nicht so gefährlich, aber der zweite, der wäre, glaube ich, richtig gefährlich geworden. So, Jesse Rodriguez. Ah, spiel ihn nochmal rüber. Ah, schade, konnten wir nicht nochmal abfangen. So, Robben auf Fipsi. Spielt er nochmal auf dem Robben. Und jetzt den langen Pass auf Gündogan. In der Mitte ist noch keiner. Na komm, wähl mal hier einen Spieler an. Hat er mir keinen Spieler anwählen wollen. So, Ruben Garcia. Nochmal weiter, Jesse Rodriguez. Ah, wenn er mal gleich spielen würde. Habt ihr gesehen, da hat er irgendwie so kurz gestockt, warum auch immer.
So, Kara macht das gut. Aber er kommt leider nochmal an den Ball dran. Wo ist der Ball? Hüpf. Sehr schön, Gartner. Ach, komisches Spiel bisher. Ich weiß nicht, irgendwie so ein bisschen... Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Na, schon wieder so eine Scheiße hier. Ja, spielen rüber. Ich weiß nicht, vielleicht ist auch heute Abend irgendwas los mit den Pässen. Ich meine, bis jetzt ist noch nicht groß was passiert, aber schon auch wieder ein paar komische Situationen. Jeff Renn. Oh, Jeff Renn, den hättest du. Boah, fuck. Extra schön quer auf den Torhüter zugelaufen. Rechter Finesse muss reingehen. Vor allem, weil ich auch glaube, dass Jeff Renn einen guten Finesse hat. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Hab die Werte noch nicht nachgeguckt, aber irgendwie kommt er mir vor wie so ein Spielertyp. Nein! Sehr schön hier von Koulibaly. Richtig wichtig. Habe ich selber gar nicht gedrückt, aber hat er von sich aus gemacht. So, ich spiele hier nochmal auf die Außen. Na, kommt nicht ganz durch. Gündoğan. Robben. Will er hier drüber loppen. Dürfte nichts werden. Wird auch nichts. So, Gartner. Nochmal Gartner. Auch Rodriguez. Erst nochmal zurückgespielt. Und jetzt vorne Akilahor. Sollte natürlich auf Rodriguez. Gefährliches Ding hier von ihm. Wenn sich Rodriguez schneller anwählen lässt, dann haben wir den Ball hier, glaube ich. Aubameyang gegen Koulibaly. Komplett ungefährlich natürlich. Shit. Ich habe den Hintermann nicht gesehen von Gündoğan. Also, dass Gündoğan der Hintermann ist. Alter. Das hätte ich mir dann verdient, wenn ich mir jetzt hier ein Gegentor gefangen hätte. Total dumm rausgespielt. So, Koulibaly. Spielen wir nochmal hier auf die Außen. Nochmal weiter auf die Außen. Aki mitnehmen. Nochmal auf die Außen. Und jetzt... Ja, sehr schön, wieder auf Akbon Lahor durch. Aki, zieh. Zieh, Aki, Junge. Ziehen wir weiter. Flanke kommt. Jesse Rodriguez steht. Setzt sich leider nicht durch. Aber Akbon Lahor, Finesse. Aki, wo ist er? Wo ist der Ball? So, Gündoğan. Spielt relativ schnell nach vorne. Schön von Koulibaly gemacht. Was jetzt los ist, weiß ich nicht. Foul an mir? Okay, vielleicht hat Gündoğan ihn da noch irgendwie berührt. Ja, okay. Aber der hätte mir eher mal den Vorteil geben können. Spielen wir mal schnell kurz. Noch sind wir nicht zugelaufen. In die Mitte. Das ist natürlich sehr eklig hier gegen sein Mittelfeld. Also er hat halt viel Mittelfeld. Sehr viel Mittelfeld. Und vor allem halt alle so auf einer Linie. Akilahor. Jesse Rodriguez war nicht angewählt. Deswegen kam der Ball wahrscheinlich auch nicht auf ihn. So, chippt er hier nochmal durch auf Gündoğan. Aber das ist auch wieder ungefährlich. Hüpf. Puh. So, hier nochmal durch. Sehr schön. Akbon. Die Ballbehandlung. Was ist los, Jungs? Hüpf, hüpf, hüpf. Ja. Schweinsteiger fängt hier nochmal den Ball ab. Nochmal zurückgelegt auf Gündoğan. Das wird so nichts. Livermore. Spielen wir hier auf Gartner. Ja, spielen wir hier nochmal. Ah, wo ist der Ball? Ah, die Mitte ist zu eng. Ist wirklich sehr schwer. Da durchzukommen, also einfach durchzukommen. Nein. Das sah jetzt mal gut aus, weil der Akbon Lahor schön durchgestartet ist. So, nehmen wir hier mal alles mit, damit er hier nicht den Lobpass spielt. Spielt er aber trotzdem. Naja, kann man mal machen. So, spiel nochmal zurück hier, Aki. Nochmal nach vorne. Nochmal auf dem Aki. Und jetzt Jesse Lauf. Wird da von Hummels weggedrängt, aber Jesse setzt sich durch. Jesse Rodriguez am Tor vorbei. Ah, schade. War jetzt aber auch nicht das einfachste Ding, weil er halt von Hummels abgedrängt wurde. Hüpf, hüpf, hüpf. Ja, nicht so ganz. So, Toni Kroos. Der wird wahrscheinlich... Nee, will er nicht über außen. Lobpass haben wir nicht. Oh Mann, Fail von Koulibaly. So, Aki weiter auf den Jesse. Nehmen wir mal hier mit. So, Livermore auf den Jesse. Aber Jesse achtet nicht so ganz auf den Ball. Na, wo ist der Ball? Bei Gündoğan. Haben wir. Gut. Nochmal zurück. Das müssen wir hier echt öfter machen. Seht ihr hier in dem Spiel auch. Also öfter mal zurückspielen auch. Boah. Und kein Foul. Ja klar, der haut den 1,80 Riesen Gartner richtig hier aus den Socken. Aber es gibt keinen Foul. Arjen Robben wird jetzt flanken. Noch nicht. Jetzt flankt er. Aber die kommt dann nicht mehr gefährlich, weil da war dann wirklich alles positioniert. So, Jesse Rodriguez. Spielen wir nochmal rüber. Und da läuft jetzt Aki.
Ja, sehr schön. Genau so sollte er kommen. Akpon Lahore. Schade, spielt ein Flach, aber ist jetzt natürlich auch schwer. Ich habe erst überlegt, zurückzuziehen. Aber da war noch wer anders in meinem Rücken. Da, Hummels, seht ihr gerade. Ah, das ist natürlich schwer zu machen, das Ding. So, Eckball von Cedric. Gut, lassen wir ihn mal machen. Da hinten ist Kara, also Mboji, Jesse Rodriguez. Ah, dieses Dribbling ist natürlich immer saumäßig gefährlich. Aber wenn du halt durchkommst, ist es natürlich gar nicht mal so schlecht. Ich finde ein sehr ausgeglichenes Spiel mit den besseren Chancen bei uns. Ja, aber unentschieden hier in Ordnung. Gegner spielt wirklich sehr gut. Muss man so sagen, er spielt halt sehr schnell nach vorne und hinten, ich will das nicht Mauern nennen, weil das ist kein Mauern. Die Formation von ihm ist halt einfach nur so, ja, gemacht, dass halt ziemlich viele ZMs in einer Reihe stehen hat. Und dadurch kommt es einem vielleicht teilweise so vor wie Mauern, aber das ist, wie gesagt, keineswegs irgendwie Mauern vom Gegner. Hüpf. Ja, nochmal, scheiße, ja doch, kommt an. Jeffren und jetzt da vorne Aki. Jetzt ist er durch, jetzt ist er durch. Scheiße, dass er... Ballername war halt einfach kacke. Und ja, dann wurde er schon wieder von allen anderen überlaufen. Deswegen wollte ich einfach mal den Schuss austesten, aber der war nicht ganz so gefährlich. Hüpf. Ja, Koulibaly, falsche Richtung, aber passiert ja nichts. So, nochmal hier und Aki. Müssen wir nochmal auf dem Akbor. Scheiß Pass hier. Ich glaube, vom Gartner war es. Und diese Dinger sind ja zum Kotzen, kennt er wahrscheinlich selber. Gegner ist im Abseits, man selber hat den Vorteil, weil der Gegner einen schlechten Pass spielt, aber es wird halt abgepfiffen und die Situation wird... Oh, fuck. Erstmal die Fresse halten jetzt. So, Aubameyang. Aubameyang. Nee, so nicht, Kollege. Und jetzt hier durch, Livermore pusht schön den Körper dagegen. Jesse Rodriguez, spielen wir nochmal hier rüber. Und jetzt vorne auf dem Aki. Ah, aber ganz normal. Das sah ja eher aus wie eine Fackel da auf dem Aki. So war das natürlich nicht geplant. Gündoğan spielt hier vorne durch. Aubameyang ist eigentlich keine Sau in der Mitte. Jetzt ist wer in der Mitte, aber ich glaube nichts. Ich weiß nicht, er geht ziemlich viel auf Kopfbälle, muss ich sagen. Obwohl er ja jetzt eigentlich gar nicht so das Kopfballpotenzial hat. Komm, spiel ihn außen durch. Ja, Ruben Garcia. Ruben Garcia, jetzt bringen wir die Flanke, kommt auf Jesse Rodriguez und Neuer ist wieder da. Was ein Spielchen hier. So, dann wieder der Cedric mit der Ecke. Er schießt, glaube ich, alle bei uns irgendwie. Und Kara wieder und diesmal macht den rein. Mboji macht hier das wichtige 1:0 gegen den Gegner. Ist jetzt, denke ich mal, auch verdient, weil zweite Halbzeit fand ich uns dann schon klarer überlegen als in der ersten, wo es noch relativ ausgeglichen war. Aber hier ist noch lange nichts gegessen. Außer Jesse macht jetzt das... Nochmal hier rüber auf den Jesse. Nochmal hier außen mitgenommen. Kurz zurück und... Ja, der ist im Abseits. Ja, der sollte auch nicht auf ihn, der sollte auf den Jesse Rodriguez, der durchgestartet ist hinten. Aber ist natürlich schwer zu verstehen für die CPU in so einer Situation, wo der andere halt frei vorne durch ist. So, oh, Alter, ich hatte den... die Situation schon ziemlich außer Acht gelassen, weil ich dachte, der kommt zu weit nach außen, aber kam dann doch noch ganz gut durch. Hier ziehen wir kurz zurück, Mitte gespielt. Akpon Lahore, aber es hat er sich gedacht, dass ich den hier durchspielen will. Hat er hier mit nach hinten gezogen. So, Aki, spielen wir auf die Außen durch. Vorne auf Jesse, Ball durchlassen, richtig nice, aber ja, Jesse, 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 oh, Jesse, nein! Ach, fuck, da wollte ich es dann zu genau machen anscheinend. Hätte ich einfach mal fackeln sollen wahrscheinlich. So, Jeffren, hier vorne durch. Jesse wieder durch. Jesse. Und Alter, in dem Spiel hat er ein bisschen Scheiße am Fuß, muss man einfach so sagen. Wir wissen, wie eiskalt der Junge ist. Auch aus den anderen Spielen halt. Aber jetzt schon wieder zweimal frei vom Tor. Das erste Ding war meins. Aber das zweite, das war dann glaube ich eher Pech. Obwohl, das erste Ding muss eigentlich auch reingehen. Wenn man mal so sieht, wenn man es mal so sieht. So, jetzt nochmal nach vorne. Aki Lahore kommt leider nicht hin, weil Dante noch dazwischen ist. Spielt er uns hier an? Nein, leider nicht. Jeffren, sehr schön. Pusht sich hier vor den Ball. Gartner, und Gartner ist jetzt außen durch. Und Gartner hat eine schöne Fackel. Aber da muss ich ihm dann schon noch ein bisschen besser, eine bessere Schussposition geben. Den Schussspot, den ich da erarbeitet habe, der war nicht sonderlich toll. Hüpf, sehr schön.
So, erstmal auf die Außen hier. Jeff Renn. Und jetzt Akilahor. Ja, dieser Pass sollte natürlich nicht mehr kommen. Das hatte ich nur schon gedrückt und irgendwie habe ich vergessen abzubrechen. Reus. Ja, vom Gegner wird es jetzt ein bisschen ungeduldiger. Oh, fuck, ist das schlecht. Livermore. Sehr schön auf dem Aki. Zieh durch. Müssten wir durchkommen. Hier gegen Schweinsteiger. Alter, da müssen wir auf jeden Fall durchkommen. Akbon Lahore. Jetzt in den Rückraum. Oh, Hummels gegen Livermore war es, glaube ich. Ja, klärt der Hummels nochmal ganz knapp hier. So, Cedric, nächste Ecke. Kommt nicht gut. Na gut, kam eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber Neuer war einfach da. Aki holt sich den Ball, nochmal hier abgelegt. Oh, Gartner. Der sollte nicht auf ihn kommen. Jetzt Konter, müssen wir aufpassen. Reus. Reus und Aubameyang, aber den müssen wir haben. Haben wir auch, sehr schön. So, und Jeff Renn könnte da vorne... Na gut, jetzt kommt er auf den Aki. Ne, auf den Jesse. Schweinsteiger. So, Reus. Ah, lassen wir nicht hier... Ja, genau den wollte ich nicht durchlassen. Und den macht Cedric hier auch gut. Ich glaube, wir haben sogar einen Wurf, oder? Ja? Ja, haben wir. So, komm, dann machen wir hin hier. Nein! Der sollte weit raus hier auf dem Livermore. Das darf nichts werden. Wird auch nichts. Sehr schön. Hier nochmal zurückgespielt. Und jetzt Jesse. Nein! Es kommen manche Pässe jetzt einfach so scheiße, die halt so nicht geplant sind. Aber ja, das ist dann wahrscheinlich meine Passausführung. So, weite Fackel nach hier hinten. Und durch die Abwehr kommt nichts durch. So, Jesse Rodriguez. Und jetzt ist Aki durch. Nein, ist er nicht. Und Jesse war, glaube ich, auch im Abseits. Ach nee, er hat mich anscheinend gefoult und ich kriege einen Freistoß. Oder? Ah, gehe ich jetzt mal von aus. Ja. So. Ich versuche es mal nach da drüben. Oder ich hole mir einen Spieler ran. Ja. So, weiter hier. Jetzt laufe ich über die Außen. Danke, Garcia. So, zieh. Flank. Mach ihn. Aki. Oh, wir haben auch so Pech in dem Spiel. Das muss man einfach auch sagen. Da fliegt nur irgendwer irgendwie dazwischen. Ah, scheiße, Mann. Groß, aber so nicht, Kollege. So, hier nochmal. Ja. Fuck it. Und oh, Aki pusht sich. So, endlich das. Ich weiß. Ja, und Gegner Insta-Quit. Lol. Ja, okay. Hier macht Aki das Tor. Meiner Meinung nach, aufgrund der zweiten Halbzeit, ganz klar verdienter Sieg hier. Auch wenn ich mich um einiges schwerer getan habe. Aber zweite Halbzeit waren wir halt nur am Drücker und der Gegner hat überhaupt keine einzige Chance gehabt, soweit ich das in Erinnerung habe. Die Statistik habe ich jetzt auch nochmal ganz gut umgedreht. Und ja, ganz verdienter Sieg hier. Aber es war natürlich jetzt kein Schützenfest, aber es lag auch an mir. Wenn ich die Dinger mache, kann das hier wieder ein wunderbares Schützenfest werden. Aber ich weiß gar nicht, ob die Dinger hier drinne sind. Neuer Parade. Gucken wir mal das erste Ding. Ja, hier schon wieder eine Traumparade von Neuer. Aber das war nicht das, was ich meinte. Das war das erste Ding. Hier, da bin ich halt mit Jesse frei durch. Ich habe erst überlegt, schießt du einfach kurz Fackel? Dann habe ich mir gedacht, lang Fackel. Und im Endeffekt wurde es dann ein... Ja, eine lange Fackel, aber leider Gottes macht er die mit links. Ich meine, ich habe es halt selber zu schwer gemacht. Ich muss hier, glaube ich, einfach nur gerade durchlaufen und den Finesse am Torwart vorbeischieben, weil man sieht ja, er holt Neuer raus. Aber das sagt sich halt im Endeffekt dann immer so einfach, wenn die Situation dann da ist. Hätte ich schon machen müssen. Gartner vorbei, gut, das ist jetzt keine interessante. Die andere ist leider nicht drinne, weil hier war nämlich... Akbon Lahore, zweimal Tor in der 89. Okay. Gucken wir uns mal beide an, obwohl es natürlich nur eins gab. Ja, hier richtig geiler Pass, muss ich ehrlich sein. Ihr habt das im Video auch gesehen. So war der Pass sicher nicht geplant. Aber wie er dann kommt, ist er natürlich hammergeil. Und dann habe ich direkt abgeschlossen mit Ruben Garcia. Neuer wieder hier traumhaft. Und hier Aki pusht sich einfach. Er will einfach und schmeißt sich hier rein und macht das Ding dann rein. Das wird wahrscheinlich die gleiche Szene sein. Ist er auch, ja. Ja, ansonsten, das andere Tor war von Mbochi nach einer Ecke. Neuer Parade. Ja, okay, das Ding hier muss der Aki auch nicht machen. Ganz krasser Winkel hier. Leider sind nicht alle Szenen mit drinne, weil da gab es noch... Sorry, da gab es noch andere, die ich auf jeden Fall hätte machen müssen. Ich fand erste Halbzeit Gegner gar nicht schlecht. Zweite Halbzeit fand ich uns klar überlegen und daher auch ein ganz klar verdienter Sieg für uns. Und ja, Gegner war anscheinend dann ein bisschen sehr angepisst und hat dann Insta-Quit gewählt. Ja, na gut, ich muss aber sagen,
Silberteam, immer noch keine Niederlage. Und vor allem, wir haben immer noch erst ein Gegentor bekommen, glaube ich, in dem Silberteam, oder? Ich meine, die Statistik wird jetzt natürlich immer schlechter vom Rodriguez, hier vom Jesse. Aber die sollte noch vollkommen in Ordnung sein. Ich weiß gar nicht, wie ist sie denn? Rodriguez, aktuelle Statistik von 5 Spielen, 10 Toren und 4 Vorlagen. Also 3 Scorerpunkte pro Spiel geht, denke ich mal, noch klar. Akilahor, 5 Spiele, 6 Tore, 3 Vorlagen, geht auch klar. So, hier dem José Angel geben wir nochmal einen Vertrag. Der kriegt gleich mal einen dicken, weil ich habe ja schon mal gesagt, dieses Team wird komplett bestehen bleiben. Ist einfach geil, macht Spaß. So, das wäre es aber gewesen. Und am Anfang, das war ja sowieso, erstmal Jeff Renn zweimal dem Akbon Lahore die Tormöglichkeit weggenommen. Und dann Jeff Renn selber vom Tor hätte es richten können, schiebt das Ding aber direkt auf den Keeper. Übrigens glaube ich, dass Jeff Renn war. Ich glaube, ich habe das nämlich gelesen. Es kann aber eigentlich Ruben Garcia gewesen sein, weil es kam halt über die linke Seite. Und Jeff Renn ist ja eigentlich rechts. Aber naja, ist ja jetzt auch egal. Das Spiel ist rum und verdienter Sieg hier. Gucken wir nochmal, ob wir vielleicht nochmal so ein Päckchen ziehen, ob wir diesmal in den Shop reingehen dürfen. Ich gehe ja mal nicht von aus. Ja, Shop-Katalog wird aktualisiert. Ja, lässt du uns, bitte? Wäre mal nice. Und ja, dann wie gesagt, ich denke mal, morgen wird es dann wieder so 2 Gameplays geben. Ich weiß gar nicht, morgen ist eigentlich auch, wäre German Pack Beast dran. Ich muss erst nochmal eure Resonanz mir anhören. Und ansonsten auf jeden Fall ein Squad-Builder, den habe ich versprochen, den muss ich bringen. Und ja, ansonsten lasst euch einfach überraschen. Irgendwas kommt ja immer, beziehungsweise dreimal kommt irgendwas. So, für die Leute, die es vielleicht noch gar nicht wissen, ich kriege immer öfter mal die Frage, deswegen werde ich das ab und an jetzt mal erwähnen. Es ist ein fester Videoplan, also das heißt, es kommen pro Tag 3 Videos. Das eine kommt um 3 Uhr morgens, ja, ihr hört richtig, 3 Uhr morgens kommt das erste Video des Tages. Das zweite Video des Tages kommt um 15 Uhr nachmittags und das dritte Video um 20 Uhr abends. Ja, das ist so ein Zeitplan, der hat sich eingespielt bei mir. Finde ich eigentlich ziemlich nice. Manche fragen dann immer, wieso 3 Uhr morgens? Das ist schon gewählt so, weil es gibt einige, die vor der Schule das Video gucken oder vor der Arbeit oder vorm Fitnessstudio oder vorm Sex oder was weiß ich, ihr wisst, was ich meine, und die gucken sich dann morgen früh noch das Video an, bevor sie sich aufmachen. Und aus diesem Grund hat sich dieses Video etabliert, weil das deckt sozusagen den Morgen ab, dann kommt das Mittagsvideo um 15 Uhr, das deckt den Mittag und Nachmittag ab, und dann kommt das 20 Uhr Video, was den Abend abdeckt. Also es hat schon alles so seinen Sinn. Und ja, mit den Zeiten bin ich bisher ganz gut gefahren. Und ja, ihr habt das auch ganz gut so angenommen. Und deswegen, ja, ist es so. Und wir können leider kein Pack ziehen, weil wir nicht rein dürfen. Alles klar, ich würde sagen, ich mache das Ding hier zu. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt was in die Kommentare. Und kommt natürlich mal im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Ja, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Macht's gut, ciao.